Und da ist der Walter oben und den werden wir jetzt wahrscheinlich rotieren sehen da oben. So, jetzt geht's hier hinauf. Da stellt sich's unglaublich auf. Hoffmann hat sich noch einmal umgedreht. Steigt jetzt hier in die Innenkurve als Erster. Ich glaube nicht, dass Alsgert hier vorbeigehen versucht. Jetzt kommt eine Abfahrt und eine Rechtskurve. Hier dieser steile Anstieg. Jetzt macht Hoffmann Tempo. Geh nach vor, nur nach vor schauen, nicht was hinten passiert. Schau nach vor und geh. Innenkurve, innen bleiben. Ja. Nur nicht stürzen, kein Tempo verlieren. Nur nicht stürzen. In die Spur. Alsgert bleibt dran. Das ist ja Wahnsinn. Alsgert bleibt dran. Also er hat ihn nicht abhängen können auf diesen letzten Schnapper. Geht jetzt auf die drübere Seite. Und jetzt kommt dann die Kurve da oben hin. Schau, Alsgert geht noch immer nicht nach vor. Er verlässt sich auf seinen langen Schritt. Er will die gleiche Bitte halten uns jetzt die Daumen daheim alle. Halten Sie Hoffmann die Daumen. Jetzt geht's auf die letzten Meter. Er will die gleiche Taktik machen wie gegen Müllile. Er bleibt jetzt noch hinten. Und wie bei den Olympischen Spielen, als er vorne niedergeboxt hat oder niedergesprintet hat. Innenkurve. Jetzt kommen sie herein. Noch eine kleine Abfahrt. Ein kleiner Zug und eine Linkskurve ins Ziel. Hoffmann, dreh dich nicht um. Schau nach vor. Jetzt darf er nicht mehr nach rückblicken. Richtig, wie du gesagt hast. Jetzt nur mehr eines. Vollen Power hinein, Hoffi. Alles Gute. Einen Schritt hat der Vorsprung. Egal, was jetzt passiert. Wir sind bei dir, Christian Hoffmann. Wir sind bei dir. Dreh ihn ab. Feinde. Welcher Schritt entscheidet? Komm, der Kürzere. Bitte, lass den Kürzeren Schritt entscheiden. Hoffmann oder Alsgert. Jetzt kommt Alsgert. Und Hoffmann. Seine eigene Taktik machen und er hat sich gewaltig gelöst, diese Aufgabe. Ich gehe vorbei. Unglaublich. Rudi, was sollen wir da noch sagen? Eine Weltklasseleistung nach einer Aufbauarbeit von 6 bis 7 Jahren.